Hallo und herzlich willkommen zu digitalen Quick-Tipps von und mit Arno Burger. OneNote ist in der Lage, aus einer Grafik den Text so herauszulesen, dass man ihn rauskopieren kann bzw. ihn über die Suche finden kann. Ich mache mal einen Bildschirmabzug, und zwar in diesem Fall ein Kontextmenü. Ich mache das mit Windows-Großschreibtaste und S und ziehe dann einen Rahmen außenrum. Damit wird das, was jetzt hier hell ist, in die Zwischenablage kopiert und ich kann es über einen Rechtsklick und Grafik einfügen, in meinen Text einfügen. Und in dieser Grafik steht jetzt Text wie Ausschneiden oder Link oder Online-Akademie. Und wenn ich jetzt in der Suche nach dem Begriff Link suche, dann seht ihr, hier wird jetzt der Begriff Link gefunden. Also das heißt, die Grafik ist nach Text durchsuchbar und über einen Rechtsklick auf die Grafik und den Befehl Text aus Bild kopieren, kann ich den Text jetzt an einer anderen Stelle über die Zwischenablage einfügen. Und dieser Text ist dann relativ gut extrahiert. Ich sage extra relativ, weil hier das Ü nicht stimmt. Und hier bei den Zahlen gibt es ein kleines Problem, weil er das 04 als N erkannt hat. Aber ich finde gut genug, um danach zu suchen. Das war's mit einem digitalen Quick-Tipp. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Like oder wenn ihr es ausführlicher mögt, dann schaut euch meine weiteren Videos an. Das war's für heute, euer Arno. Ciao.